Ja, Unsel, das war heute das erwartete schwere Spiel. Ich sage, man sieht Mainz, wie sie aufgestellt waren, 5 oder 6 Spieler, die eigentlich in die Bundesliga-Kader gehören, haben uns eigentlich nicht schlecht verkauft, oder? Ja, was soll man sagen? Wieder nicht schlecht verkauft, wieder ordentliche Phasen gehabt, wo wir gut Fußball spielen. Das ist doch klar, dass wir im Moment keinen brasilianischen und filigranen Fußballspieler mit mir über den Kampf kommen müssen. Ich glaube, den haben wir in der zweiten Halbzeit, vor allem in der zweiten Halbzeit, angenommen. Ich glaube, irgendwann muss man halt das Glück erzwingen. Wir verschießen leider noch einen Elfmeter und dann die Chancen noch abgefälscht. Es kommen halt viele Sachen im Moment zusammen, wo leider gegen uns im Moment gerade laufen. Trotzdem, wir dürfen nicht aufgeben. Wir haben gegen den Tabellenersten und Tabellendritten, glaube ich, oder Zweiten im Moment gerade gespielt. Das muss uns Mut geben, dass wir hier mithalten können. Das muss uns, auch wenn die Ergebnisse im Moment gerade nicht da sind, das muss uns einfach für die Zukunft weiter an uns glauben. Und die Spiele werden kommen, wo wir unsere Punkte holen, da bin ich mir hundertprozentig sicher, die wir auch dann benötigen, um über den Strich zu sein. Wir haben ja, wenn man jetzt sieht in der Rückrunde, halt von den Mannschaften, die unten im Tabellenkeller stehen, das schwerere Auftaktprogramm. Wir haben ja, glaube ich, in den ersten 6 Spielen fast alles nur Mannschaften aus dem oberen Bereich. Man hat ja auch letzte Woche in Asbach gesehen, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit, dass wir auch spielerisch in der Lage sind, mitzuhalten. Es fehlt halt das Quäntchen Glück. Ja, das ist Fußball, das können wir wieder von Psychologie reden und von mentale Stärke oder Schwächen. Es ist einfach so, wir müssen einfach an uns glauben. Es hilft dir nichts, wenn ich jetzt den Jungs im Mund sage, sondern die Jungs, die brauchen einfach mal ein Erfolgserlebnis. Ja? Wo mal aus keiner Chance mal einer reingeht, dann baue ich mich da drauf auf. Dann geht vielleicht auch mal ein Sonntagsschuss rein, wo gar keiner mehr dran glaubt. Und dann, ich glaube, dann ist der Klick mal bei uns wieder das Positive, ja? Wo man dann auch den Schalter umlegen kann und sagen, okay, jetzt holen wir die Punkte. Wie ist das Gefühl nach so einer langen Verletzungsmisere und Verletzungspech wieder auf dem Platz zu stehen? Ja, natürlich ist es ein schönes Gefühl, endlich wieder im Donaustadion zu spielen. Aber leider stimmt das Ergebnis halt einfach nicht. Und drum ist es ja mit leider einem schlechten Nachgeschmack. Aber auf jeden Fall ein schönes Gefühl, endlich mal wieder gespielt zu haben. Ja. Ja gut, das Ergebnis hat heute ja nicht gepasst, aber es ist eine Mannschaft aus dem oberen Tabellendrittel. Man hat ja auch gesehen, 5, 6 Spieler aus dem Erstligakader dabei. Man hat auch von oben gesehen, taktisch hervorragend ausgebildet. Aber trotzdem waren wir ja nicht chancenlos heute. Nö, definitiv nicht. Wir hatten eigentlich am Anfang war Mainz ganz viel, vielleicht besser im Spiel, aber dann sind wir immer besser reinkommen. Und mit dem Elfmeter war einfach Pech vom Flo, dass er den an Pfosten setzt. Normal macht er die. Dann gehen wir mit 1-0 in Führung, dann läuft das Spiel wahrscheinlich ganz anders. Dann müssen die kommen, können wir kontern, eventuell das zweite nachlegen. Aber so machen die dann durch so einen dummen Eckball das 1-0. Und dann haben wir eigentlich das ganze Spiel machen müssen, haben sie eigentlich auch gut gemacht. Ein paar Chancen rausgeholt, aber einfach der letzte Tick hat einfach irgendwie gefehlt. Und ja, so gehen wir jetzt halt wieder mit 0 Punkte nach Hause. Ja gut, wir holen uns die 3 Punkte halt in Frankfurt wieder. Ich wünsche noch für die restliche Rückrunde viel Glück und bleib gesund. Alles klar, Dankeschön.